Was will Rubel die Katz uns sagen? Also es hat nichts mit Glückslosen oder so mit Rubbeln zu tun, aber es ist irgendwas Älteres. Wenn man den Mantra wiederholt, Rubel die Katz, Rubel, vielleicht erschließt sich dann irgendwann der Sinn. Jetzt Jürgen, sag halt auch mal was. Und hör mal auf, die Katze da zu rubbeln. Das beruhigt mich. Ich kannte den Ausdruck, benutze ihn aber selber nicht und kenne auch eigentlich keinen, der den Ausdruck benutzt. Bei Wikipedia ein Begriff für schnell, flott. Zack, zack heißt es, ne? Na, jetzt mach mal hin. Zack, zack. Rubel die Katz steht, glaube ich, auch ein bisschen für verkehrte Welt. Rauf und runter, Männer und Frauen, große Verwirrung. Früher, da wäre schon so wilder Sex verrückt gewesen, aber heute, da wollen ja gleich alle sonst was. Und sonst ist man nämlich die Spießige. Aber soll ich dir mal was sagen, mein Freund? Ich lass doch nicht jeden dahergelaufenen Quatsch mit mir machen. Hm? Tja, wer fragt mich denn überhaupt? Ach, du hast doch keine Ahnung. Andere Assoziationen mit diesem Wort kenne ich nicht. Rubbel die Katz heißt tatsächlich, jetzt mach mal hinne, mach mal schnell. Hat der Puck gesagt, ruf mal deinen Vater an, frag mal deinen Vater, was der meint, wenn ich sag Rubbel die Katz. Er hat ja einen jüdischen Ursprung. Man hat also scheinbar früher einen Sack gehabt mit seinem Geld. Damals hieß es nicht Geldbeutel, sondern Geldkatze. Und wenn man ein schnelles Geschäft macht, rubbelt man die Katze. Sagt mein Vater, ist doch klar, da ist was los, da wird es lustig, ganz schnell wird das gemacht. Und genauso ist es gekommen. Diese Leichtigkeit, die wir hier beim Arbeiten haben, da passt natürlich sehr gut. Ich finde es toll. Also ich meine, mit so einem Titel, hallo, da kannst du alles machen. Ich weiß nicht, ob es da noch einen anderen Grund gibt, aber es klingt da ganz lustig. Also mir gefällt's. Die Honks besitzen eine Katze namens Rubbel. Die wird aber nicht gerubbelt. Zwangsläufig musste der Film dann so heißen. Rubbel die Katz. Und ich glaube, irgendwann steht es nicht für etwas Anzügliches, sondern etwas, was Spaß bringt und Freches ist, Schnelles. Und das ist der Film.